Hallo zusammen. So, erste Runde Fill-ins. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir Fill-ins spielen, die den Fluss des Grooves weitertragen. Sprich, ein Element des Grooves sollte weiterlaufen, damit auch diese Sache eben erhalten bleibt. Ist für die Bandarbeit immer sehr, sehr wichtig. Also, nehmen wir mal an, wir spielen ein Achtel-Groove. Ist die Achtelhand diejenige, die danach weitergeführt wird? Ich spiele jetzt mal das Fill-in ab der Zählzeit 3 des zweiten Taktes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das ist die Zählzeit, da geht's los und ich spiele mal die rechte Hand an der Stelle weiter, nur die rechte Hand und mache damit ein Fill-in mit den Achtelnoten, die ich sowieso schon habe. Nur die rechte Hand. 3. Okay, das war jetzt nur die rechte Hand, die das Fill-in spielt, genau im gleichen Fluss, in dem sie vorher hier oben gespielt hat. So, das wäre Übung Nummer 1. Zweite Sache. Na, einer dazu gesagt, versucht es auch in verschiedenen Tempi, ne? Oder? Jetzt, das war die Führungshand alleine und jetzt kommt die Gegenhand noch dazu, also die Lücken füllt. Jetzt machen wir die gleiche Übung nochmal, spielen aber zwischendrin leise Schläge mit der Gegenhand. Gegenhand klingt so blöd, mit der anderen Hand eben. Ne? One, two, three and four. Muss man auch erstmal ein bisschen ausprobieren. Rechte Hand spielt jetzt quasi die Hauptschläge und die linke füllt einfach zwischendrin. Im Zusammenhang 3, 4. Okay, jetzt natürlich die dritte Variante wäre, dass man die Gegenhand auch laut spielt. Damit wäre alles hörbar. Ich beginne das Fill-in übrigens genau auf diese Zählzeit 3. Sprich, dieser Schlag gehört für mich jetzt gefühlt auch schon dazu. Na, one, two, bam, da, 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 da. Ihr werdet es gleich merken, wenn ich jetzt die Gegenhand quasi hörbar mache, geht es direkt schon nach diesem Schlag damit los. One, two, three, four. Auch im langsamen Tempo.
Mir geht es darum, dass man tatsächlich sich darauf konzentriert, diesen Fluss zu erhalten. Keine Hexenwerke im Sinne von großer Schlagkombination zwischen Händen und Füßen, auch von den Akzenten her erstmal im Fluss bleiben und gar nicht sich jetzt eine Akzentpalette durcharbeiten. Wenn man merkt, dass man technisch dazu, dass man da technische Hürden hat, dann ja, dazu kommen wir dann später noch, können wir auch noch machen, ne? Aber mir geht es jetzt in erster Linie genau darum, erstmal festzustellen, diese drei Möglichkeiten zu platzieren im Spielfluss und am besten das mit Musik. Ich mache euch da jetzt keine, ich schreibe euch jetzt keine Links dazu. Musik habt ihr genug, aber bitte macht's mit Musik. Es ist wirklich wichtig, das zu erleben, was man da eigentlich spielt. Okay, dann würde ich mal sagen, erster Block mal durch, dann geht's gleich weiter. Ciao, ciao.